Da sagt man, ja, aber wenn es keinen Beweis gibt, das bedeutet nicht, dass man nicht macht. Pass auf. In der Religion sollte immer das lernen. Ohne Beweis kannst du nichts machen in der Religion. Du brauchst immer Beweis in der Religion. Al-Aslu fil Ibadat il-Man'a. Das wird die Regel in der Ibadah, in Gottesdienst, ist, nichts zu machen, bis du Beweis hast von Koran und Sunna. Al-Aslu fil Adat al-Ibaha. In Gewohnheiten, in Sachen des Lebens, Ursprung ist Ibaha erlaubt, außer wenn wir Beweis haben.